Die Entscheidung. Starmania 2007. Die letzten drei. Und hier ist Arabella Kiesbauer. Willkommen bei Starmania. Ja, und genau so habe ich Sie eigentlich in den letzten Wochen am Freitag immer begrüßt mit Guten Abend und herzlich willkommen bei Starmania. Und trotzdem ist heute alles anders. Heute ist das die Show der Shows. Es ist die Show, die am Ende steht. Von 4,5 Monaten Starmania. Es ist das Finale. Und alles, was wir in Unterstützung und Kraft von Ihnen zu Hause bekommen und von euch hier im Publikum, das nehmen wir dankend an. Und natürlich auch die Unterstützung unserer Finalisten, der Kandidaten, von denen wir uns in den letzten Wochen einer nach dem anderen verabschieden mussten. Ich bedanke mich bei euch erstmal für dieses wunderbare Opening und wir sehen und hören uns im Laufe der Sendung wieder. Dankeschön. Drei Kandidaten sind noch im Rennen um den Titel Star des Jahres. Drei Kandidaten, die noch davon träumen, den Plattenvertrag zu gewinnen. Aber nur für einen wird dieser Traum heute Abend in Erfüllung gehen. Drei Auftritte entscheiden darüber, wer zwar sehr lange dabei gewesen ist, aber es eben doch nicht ganz geschafft hat. Und wer heute Abend wirklich als Sieger, als Star des Jahres von der Bühne geht. Und das sind die drei Finalisten. Tom! Wie geht's euch? Super, geht so. Vielleicht die falsche Frage zum richtigen Zeitpunkt. Aber ihr wisst und uns ist auch bewusst, das ist heute der Tag der Entscheidung. Der Tag, der am Ende steht einer langen Reise, eines Abenteuers, bei dem wir euch 6 Monate lang begleiten dürften. Mehr als 2500 Menschen wollten beim größten Nachwuchswettbewerb Österreichs dabei sein. Im Juli und August des vergangenen Jahres war die Starmania-Jury in allen österreichischen Bundesländern auf der Suche nach unentdeckten Talenten. Die meisten wurden schon in der ersten Runde nach Hause geschickt. Wir wollten keine glatten Püppchen, sondern Leute, Charaktere mit Ecken und Kanten, die spannend sind und die es schaffen, uns zu überraschen. 18 Kandidaten schafften es schließlich bis in die Shows. In jeder Woche sangen die Kandidaten Songs aus einem anderen Musikpool, der ihnen zugelost wurde. Den Song daraus konnten sie sich selbst aussuchen. Manche Wahl war dabei durchaus überraschend. Jede Woche ist einer ausgeschieden. Heute ist das Finale. Die letzten drei Kandidaten singen um den Titel Popstar des Jahres. Tom, Gernot und Nadine werden jeweils 2 Songs präsentieren. Einer davon ist eine neue Dienung machen. Nach dieser ersten Abstimmung wird einer der drei Finalisten ausscheiden. Die beiden Verbliebenen haben dann noch Gelegenheit für einen ganz persönlichen Auftritt. Wieder ausschließlich die Zuseher darüber, wer Starmania 2007 gewinnt, wer der neue Popstar des Jahres wird. Tom, Gernot oder Nadine? Tom, Gernot oder Nadine? Das ist die Frage heute Abend. Aber Tom, Gernot und Nadine haben sich jetzt erstmal in den Backstage-Raum zurückgezogen. Und wenn ich an sie denke, dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, schafft Tirol zum dritten Mal bei Starmania den Sieg mit Nadine? Oder haben diesmal die Steirer die Nase vorn mit Tom und Gernot?
Die Fans, also hier im Studio merke ich schon, sind ungefähr gleichermaßen verteilt, aber die Fans in den Heimatorten unserer drei Finalisten hoffentlich doch auch. Das werden wir gleich überprüfen, denn wir schalten mal nach Bad Mitterndorf zu Marvin. Hallo Arabella, jawohl. Wir melden uns hier aus der Heimat von Tom. Und wenn es nach den Fans hier geht, dann kann der heutige Sieger nur einen Namen haben, und zwar Tom. Unglaublich viele Fans sind hergekommen. Die Stimmung kocht hier in Bad Mitterndorf. Ich habe eine ganz besondere Dame gefunden, und zwar die Steffi. Steffi war sogar im Kindergarten mit Tom. Steffi, wer gewinnt deiner Meinung nach? Ich weiß, es ist schwer, objektiv zu sein. Es ist schwer, es ist ein alle drei voll gut. Aber der Tom ist einfach total super und er schafft's. Er schafft's, das ist die Meinung hier. Ein Riesenfeuerwerk geht jetzt schon ab. Es kann nur Tom sein, der gewinnt. Trotzdem, wir schauen natürlich weiter. Der zweite Kandidat, Gernot, auch aus der Steiermark. Kathi, wie schaut's auf der Lasnitzhöhe aus? Ganz genauso wie bei dir, lieber Marvin. Denn auf der Lasnitzhöhe ist man davon überzeugt, Gernot wird gewinnen. Normalerweise ist das ein ruhiger Luftkurort, aber heute ist richtig Stimmung. Morgen wird es wahrscheinlich wieder leise sein, weil keiner eine Stimme hat. Es geht richtig rund bei mir, die beste Freundin von Gernot, die Verena. Warum muss der Gernot gewinnen? Weil der Gernot einfach einzigartig ist und wir stehen alle hinter ihm und er macht das. Also, die Daumen werden gedrückt, die Handytasten hoffentlich ebenso, denn die Zuschauer voten ja, wer Sieger von Starmania wird. Und wir sind überzeugt, der Sieg muss auf die Lasnitzhöhe gehen. Allerdings, wir schauen nochmal weiter nach Tirol zu Wolfgang Böhmer. Gott, ich kann ja gar nicht sagen, wie laut es ist. Ich höre überhaupt nichts mehr. Inzing ist auf den Beinen. Es sind tausende Menschen hier. Die Schule ist unterwegs, der Bürgermeister ist unterwegs. Es wurde die Wahl ausgegeben. Heute muss natürlich hier gewählt werden. Die Hände sind eingestimmt. Also man hört es im Hintergrund. Es gibt hier kein anderes Thema seit Tagen als Nadine im Finale. Das geht los beim Bürgermeister hinunter, wenn man beim Supermarkt steht oder an der Tankstelle. Nur Nadine, Nadine, Nadine und Finale. Also es ist wirklich ein Fieber ausgebrochen hier. Und Fieber ausgebrochen ist sicher auch beim Opa von der Nadine. Der Meinrad, Meinrad, du bist der Einzige, der die Stellung hält. Der Rest ist in Wien. Was wünschst du deiner Nadine heute fürs Finale? Ich bin sehr froh, dass ich da sein kann. Ich bin sowieso mit der Nadine wunderbar verbunden, eingehüllt in lauter Liebe. Das ganze Dorf ist fast da. Gratuliere dem Bürgermeister und der Gemeindeführung, dass sie uns so ein Fest gestaltet hat. Wunderbar. Danke. Sehr stolz natürlich auf die Nadine. Eigentlich wollte uns der Meinrad jetzt kurz ein Lied singen, aber es ist unmöglich, es ist laut. Und wenn in zwei Stunden hier das Ergebnis bekannt wird, werden hier alle Dämme brechen. Danke, Wolfgang. Ja, und ein großes Dankeschön natürlich an alle Fans und an die totale Begeisterung, die wir da zu spüren bekommen. Es ist ganz wichtig für unsere Finalisten, für Tom, für Gernot und für Nadine, denn die sammeln jetzt ihre Kräfte und mobilisieren wirklich alles, was geht, um den Titel zu erreichen, Star des Jahres. Also auf unsere Finalisten ist Verlass und ich weiß auch auf den Mann, der mit seinen würzigen Kommentaren uns zwar ab und zu das Leben hier ein bisschen schwer gemacht hat in den letzten Monaten, aber den wir trotzdem keine Sekunde missen möchten. Hannes Eder, guten Abend! Hallo Arabella! Hannes, ich habe schon gesagt, das ist die Show der Shows. In einer ganz speziellen Besetzung mit Tom, Gernot und Nadine. Sei mal ganz ehrlich, hat dich das eigentlich überrascht, dass wir diese Finalisten haben? Nachdem ich ja nie gelogen habe während der ganzen Laufzeit von Starmania, was mir mitunter auch ein paar Pfiffe und Buhrufe eingebracht hat, halte ich das jetzt im Schluss auch noch so und lüge nicht und gebe ehrlich zu, ich hätte nicht damit gerechnet. Also die drei habe ich nicht gesehen. Okay, gut, also schön, dass du... Nicht in dieser Dreierkonstellation, ja. Schön, dass du so ehrlich bist, dann machen wir gleich mal weiter. Jeder wird ja verschiedene Songs präsentieren, also im Idealfall dann sogar drei. Und als besonderen Leckerbissen, als letzten Auftritt gibt es dann eben einen Song, den jeder persönlich sich aussuchen konnte. Einen Lieblingssong, wo es gar keine Vorgabe gab, also auch keine Musikrichtung, die von uns da vorgegeben wurde. Welche Bedeutung hat denn dieser letzte Song? Zum einen mal ist es der alles entscheidende Song für die zwei, die dann noch im Rennen sind. Und es gibt auch die Richtung vor, wo die Sängerin, der Sänger, eigentlich hin möchte mit seiner Karriere. Und insofern ist es ein doppelt entscheidender Song. Zum einen ist das der Song, mit dem ich mehr Stimmen gewinne als mein Mitbewerber oder Mitbewerberin. Und außerdem lege ich dann eigentlich auch schon die Richtung fest, wo ich hingehen möchte musikalisch. Der Sieger, also der Star des Jahres, der wird ja in Zukunft mehr mit dir zu tun bekommen. Er oder sie gewinnt ja einen Plattenvertrag mit Universal. Was bedeutet das denn?
Oder inwieweit verändert sich denn da das Leben? Ja, total. Also ab morgen hat der Gewinner oder die Gewinnerin nur mehr Stretch-Limo, Backstage-Auftritte, Poolpartys, Groupies. Sagen wir, der Weg dorthin ist dann möglich, aber es ist schon noch ein bisschen mit ganz viel Arbeit verbunden. Ich weiß nicht auch, warum du Plattenboss geworden bist, denn auch du hast ja anscheinend... Ja. Ha, schau mal, hier, gib uns das sechste Tag mit Hannes, deine absoluten Groupies. Auf die große Publikum. Bravo. Ja, das mache ich ja unter der Woche immer, ne? Ah, der Hannes, der kann es. Also, dass du uns jetzt nicht durchdrehst, dafür sorgt dann schon wieder ich, mein Lieber. Ich bin ja auch noch da. Geh jetzt mal dahin, wo auch der Hannes zu Fuß hin muss, nämlich zum Kommentatorensessel, bitte. Okay. Danke. Und damit kann's losgehen. Das Finale ist eröffnet und zwar mit Startnummer 01. Heute Abend für... Tom! Was ich mir jetzt immer denke, wenn ich mir mein erstes Casting anschaue, ist es erstens sehr arg, wie braun ich dort war. Und zweitens habe ich so schnell geredet, das ist ja Wahnsinn. Noch eins? Ja, bitte darum. Weil welches? Nein, das war jetzt einmal... Ein schnelles? Da merkt man echt, wenn ich nervös bin, dann spürt man das total. Wie hoch ist dein Blutdruck? Ich weiß es nicht. Nein, das ist ganz normal, das ist ganz normal bei dir. Daumen. Aber schau vielleicht da einfach ein bisschen runter zu kommen, dann kannst du echt noch gewinnen, glaube ich. This is how you remind me of what I really am. Es war definitiv ein Weg mit Höhen und Tiefen. Ich habe am Anfang irgendwie diese Leichtigkeit gehabt. Ich bin da, weil ich singen will und weil mir das Spaß macht. Und zwischendurch habe ich mir dann selbst zu viel Druck gemacht und habe die Perfektion irgendwie erzwungen. Ich kann mit Stolz sagen, dass ich mich keine Sekunde verstellt habe. Und ich denke mir, wenn ich jetzt nicht weitermache, dann habe ich es umsonst gemacht. Dann habe ich umsonst die Schule vernachlässigt, meine Freunde. Und ich tue das schon irgendwie, dass ich später dann wirklich mal in dem drin bin und dass ich davon leben kann und dass ich meinen Traum zum Beruf mache. Ja, und wenn man mal so weit ist, wenn man unter die letzten drei ist, will man nicht mehr Dritter, nicht Zweiter, sondern Erster werden. Und das ist natürlich auch mein Ziel. Und ich werde mich voll anstrengen, dass mir die Leute auch den Sieg gönnen und dass sie sagen, hey, das ist cool, wenn der kommt. The truth is all you see when you feel at home.
Dankeschön. Können wir uns natürlich sehr gewöhnen, aber auch noch an was anderes. Ganz wichtig, euer Saalvoting wollen wir natürlich auch in der allerletzten Sendung nicht vergessen. Richtig, greift zu den Votingboxen. Ja, wenn ihr die 10 geben wollt, dann macht das mal. Das ist die Bestnote. Rufen wir später ab. Jetzt erstmal stellen wir uns auch an dieser Stelle, Hannes, deinem doch sehr geschätzten Urteil. Ja, Tom, du hast jetzt gerade bewiesen, dass du, dass die Diva auch eine echte Rampensau ist. Die Scheinwerfer gehen an, du eröffnest das Finale und bringst wirklich einen ganz großen Auftritt dahin. Dramatischer kann man diesen Song von Faith Hill, glaube ich, gar nicht mehr inszenieren. Und ich finde, das war ein extrem gelungener Auftakt für die heutige Sendung. Danke schön. Danke. Ich habe einen Film gesehen vor deinem Auftritt und da bin ich gestolpert über einen Halbsatz, den du gesagt hast. Es gab durchaus auch Höhen und Tiefen bei Starmania. Gab es denn irgendwann mal für dich den Moment, wo du gedacht hast, jetzt packe ich es nicht mehr oder jetzt gebe ich auf? Ja, ich meine, das war wahrscheinlich die Situation, wo ich das zweite Mal das Friendship-Ticket gekriegt habe und eine Woche darauf hat es dann kein Friendship-Ticket mehr gegeben. Und logischerweise hätte ich eigentlich gehen müssen, wenn es, weiß nicht, und bist du da mit sehr zittrigen Knien aufgetreten dann in der Sendung, wo du gedacht hast, also jetzt haut es mich wahrscheinlich raus? Ja, also ich hab wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe abgeschlossen gehabt in dieser Woche. War aber deswegen nicht weniger motiviert, weil ich mir gedacht, der Dom geht sicher nicht ohne super Auftritt. Und ja, und dann bin ich weitergekommen. Du warst einfach zu gut, wir haben dich nicht gehen lassen können, Tom. Und jetzt stehst du im Finale. Ja. Damit ist das realisiert. Also Tom, herzlich willkommen im Finale. Und auch im Finale gibt es nicht nur Hannes Eders Kommentare, sondern natürlich auch das Saalvoting. Dankeschön. Und gleich die 8,6 hat er ja abgeräumt, der Tom. Vielen, vielen Dank für diesen fulminanten Einstieg. Wir bleiben in der Steiermark. Start Nummer 02. Gernot! Das Erfüllen von Träumen, wenn ich das Ganze, die ganze Erfahrung nennen. Das fängt an beim ersten Casting, wo man noch gerade in Graz ist und mehr oder weniger die Hosen gestrichen früher hat, weil man nicht weiß, wie man wirklich von den Jurymitgliedern da eigentlich bedotet wird. Also deine Stimme, wenn man die einmal gehört hat, die vergisst man nie mehr wieder. Ja. Und das ist schon mal etwas, muss ich sagen, das spricht einmal total für dich. Und du kriegst dann dein Jahr und irgendwie bringst du eigentlich überhaupt nichts. Das war gerade einmal die erste Hürde, einer langen Hürde. Wo du dann nach Wien fährst das erste Mal. Und wo du kein fixes Jahr bekommst. Danke. Ja. Also, danke. Ach, ciao. Scham hat er auch noch. Also, okay. Und dann beim Arbeiten stehst und dir immer deinem Kopf herumspuckt, bin ich Runde weiter, habe ich es geschafft, komme ich meinem Traum ein Stückchen näher. Und das ist schon, das können sich, glaube ich, nicht sehr viele Menschen vorstellen. Nur es hat sich verdammt nochmal, es hat sich ausgezahlt, das Leben. Gernot Airlines fliegen auf konstanter Reiseflughöhe ins Final-Austragungsduell dann Ende Jänner. Die Zeit bei Starmania war für mich nach einem schweren Schicksalsschlag mit meinem Großvater die geilste Zeit meines Lebens. Das hat mich wieder aus dem Dreck rausgezogen, ja. Es wäre mein größter Traum gewesen, dass er einmal im Publikum gesessen wäre. Und wenn ich es bin, dann ist das für ihn.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? Hey, I got a kick out of you. Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would brought me terrifically too. Hey, baby, I got a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, bro, it's here to me. You obviously don't adore me. I get no kick in the plane. Flying too high with some girl in the sky. It is my there or nothing to do. I got a kick out of you. Ow! I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, a pro is key to me. You obviously don't adore me. I get no kick in the plane. Flying too high with some girl in the sky. There, oh, nothing to do. Hey, baby, I got a kick. Hey, you got a kick. I got a kick out of you. I got a kick out of you. Ein wenig ungewohnte Klänge, also sehr jazzig und mit viel Swing. War das dein spezieller Wunsch? Ja, das war mein spezieller Wunsch. Ich habe mir das ausgesucht. Das war sehr schwierig, weil der Frank Sinatra ist eigentlich einer meiner großen Idole auch, wie unter anderem auch viele andere, die ich ins Auge gefasst habe, wo ich halt auch so ein bisschen Beispiel dran genommen habe. Und Swing ist so für mich die Musik, die in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist und auch der Jazz, ein Jazz-Swing. Und der Jamie Cullum hat mir da das perfekte Vorbild dafür gegeben, dass ich das auch gerne machen möchte. Und jetzt habe ich mir gedacht, fürs Finale mache ich was Besonderes. Und ja, jetzt habe ich es halt gemacht. Etwas mit sehr hohem künstlerischen Anspruch, würde ich jetzt mal sagen, Hannes, oder? Ja, durchaus. Es sind ja jetzt gerade eine Reihe von sehr, sehr großen Namen gefallen, die sich über diesen Song bereits drüber getraut haben. Und ich sage absichtlich drüber getraut, weil ich hoffe, das hat auch das Durchschnittszuhörerohr bemerkt. Das ist ein sau schwerer Song. Auch weil er von den Tempi und vom Arrangement ganz schwer ist, da, wenn man alleine seine Voiceline darüber singen muss, ohne sich an irgendwas anhalten zu können. Und ich hoffe, das hat man zu Hause auch bemerkt. Daher Gratulation zu diesem Mut und ich hoffe ganz stark, dass sich das für dich auszahlt. Dankeschön. Hannes sagt gerade, hoffentlich hat man das zu Hause auch gemerkt. Wir hoffen natürlich, dass man es nicht nur zu Hause gemerkt hat, sondern auch, dass es hier im Publikum geschätzt wird. Aber das schauen wir uns mal mit dem Saalvoting an. Sieben Komma vier. Naja, noch nicht aller Tage Abend. Du hast ja auch einen zweiten Song. Allerdings, den gibt es erst ein bisschen später. Gernot, jetzt erstmal vielen Dank für deinen ersten Auftritt. Ich sag Dankeschön. Die dritte Finalistin des heutigen Abends mit Startnummer 03, Nadine. Es
Also ich habe gehört, dass der Mini wieder läuft. Von so, in der Schule ist das so umgegangen. Und dann haben wir gedacht, naja, dann mache ich mit. Und dann hat es wieder geheißen, nein, der Papa lässt nicht. Mini ist zum ersten Casting gegangen. Und der Papa, glaube ich, gar nichts gesagt, als ich hingehe. Also ich bin Nadine. Nadine, ja. Und bin ich weitergekommen und dann war für mich klar, ich muss da weitermachen. Und dann war ich mir so aufgeregt die ganze Zeit und habe mich so gefreut. Weil ich hätte mir eigentlich gar nicht gedacht, dass ich eben so zugänglich geworden bin. Dass ich mir leichter helfen lasse. Also bei mir war das immer eigentlich, ich wollte immer alles selber schaffen und jetzt nicht mehr auch helfen lassen. Also das Casting kriegen wir vor, es war es 3 Jahre weg und so. Also der erste Auftritt ist schon so ewig lang her. Was denn jetzt? Das ist voll Wahnsinn, das kriegen wir ewig lang vor der Zeit. Der Weg vom ersten Casting bis zum Finale war nicht immer leicht, aber eigentlich im Großen und Ganzen war er voll lässig. Also ich habe voll viel Spaß gehabt, voll viel dazugelernt und werde es auf jeden Fall nochmal machen. Weiß, dass du ja für die heutige Finalsendung die besten Wünsche mit auf den Weg... Nadja? Also Nadine, ja eben. Ich denke, ich traue meinen Ohren nicht. Ja? Aber wen wundert es, wenn man weiß, dass du, da war ich gerade stehen geblieben, für die heutige Sendung, für die Finalshow ja eigentlich die besten Wünsche mit auf den Weg bekommen hast. Von fast oberster Stelle, also nicht vom lieben Gott persönlich, aber kommt schon nahe hin. Von wem denn? Ja, mir hat halt der Udo Jürgens angerufen. Und einfach so der Udo Jürgens, ja, was hat er gesagt? So. Ja, dass er mir halt ganz viel Glück wünscht und dass ich das halt letzte Woche gut gemacht habe. Und ja, so, also, ich jetzt erst, was ich gesagt habe, hallo, da ist der Udo Jürgens und ich, na. Und ich habe es überhaupt nicht checkt. Hast du gedacht, der Gernot ist vielleicht am Apparat und verarscht dich, oder? Ja, so was, weiß nicht, auf jeden Fall war ich komplett weg und es war echt, voll cool.
Gut, also zittrige Knie hast du vielleicht gehabt, aber keine zittrige Stimme jetzt, zumindest bei deiner Performance. Gut, nach dem lieben Gott und nach dem Udo Jürgens kommt ja bei uns in unserem Ranking eigentlich gleich der Hannes Eder, oder? Ich habe, vielen Dank für die Blumen. Ich habe das als Scherz gemeint vorige Woche mit Udo Jürgens, aber er hat es gleich wirklich ernst genommen, offenbar. Finde ich großartig. Was soll ich sagen? Ein Song von Oletta Adams, dass der auch nicht sehr leicht zu singen war, hat, glaube ich, auch jeder mitbekommen. Wie soll ich sagen? Ich glaube, man weiß schon, warum ihr drei im Finale seid und bei dir weiß man das ganz besonders auch. Nadine, was hältst du an dieser Stelle zur Abwechslung mal als Krönung von einem Saalvoting? Könnte man mal ausprobieren, oder? Bist du skeptisch? Skeptisch? Nein, glaube ich nicht. Schauen wir mal. Dankeschön. Die 8,8. Sehr schön. Ja, die Erleichterung, jetzt ist sie dir anzusehen. Vielen, vielen Dank für diesen ersten Auftritt von dir. Das waren sie auch schon, die ersten drei Nummern unserer Finalisten. Drei neue Nummern. Und gleich sind sie wieder hier auf der Bühne mit den Songs, ihren Lieblingssongs aus den bisherigen Sendungen. Jetzt allerdings erstmal im Backstage-Raum. Wahrscheinlich eine kurze Verschnaufpause. Auch nochmal nachdenken darüber, dass der nächste Auftritt ja für einen der drei auf jeden Fall der letzte Auftritt sein wird. Das müssen wir uns auch mal zu Gemüte führen. Für einen wird es bald heißen, mir bleibt nichts mehr als die Erinnerung an die vielleicht bisher aufregendste Zeit in meinem Leben. Drama, Drama, Drama. Also nicht nur gesanglich souverän, sondern auch, wie du das bringst, wie du deine eigene Interpretation daraus machst. Das ist Weltklasse. Satz, das war die Stimme des Abends. Liebe Hündin oder Brüder. Gestern bin ich mit meiner Mama im Zug gewesen.
das sind die Momente, an die wir uns alle gerne erinnern. Aber ich habe natürlich mal selber auch die Starmanics gefragt, was waren denn für euch die emotionalsten Momente in den letzten Monaten? Und da haben sie eigentlich alle gesagt, ja, das hängt alles irgendwie mit Ihnen zusammen. Mit unseren Zuschauern zu Hause oder mit unserem Saalpublikum. Es waren die Momente, wo es ein ganz besonders hohes Saalvoting gab. Oder einen spontanen Applaus, wenn was ganz besonders gut funktioniert hat bei einem Song. Oder der tröstende Beifall, wenn mal was daneben ging. Also ganz, ganz wichtig sind Sie als Motivation für jeden Einzelnen, der hier auf der Bühne steht. In diesem Sinne ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich Tom für den zweiten Durchgang einen Song ausgewählt hat, bei dem sein Saalvoting das erste Mal über 8 war. Startnummer 01, Tom! Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ins Finale komme. Sehr geil ist das jetzt. Ich habe dann meine Mutter angerufen und die bekam verstanden, weil es so laut war im Hintergrund. Also es war einfach nur grenzgenial und mein SMS-Speicher war total überlastet. Also ich habe nur Gratulationen bekommen und alle waren sehr happy. Es ist einfach so geil, gell, wa? Man merkt es schon, wenn man jetzt fast ein halbes Jahr mit täglich Singen zu tun hat, dass man definitiv sicherer wird und schon irgendwie besser. Und ich merke auch, dass ich meine Range, also die hohen Töne, die was ich noch erwische, sich schon ein bisschen gesteigert haben. Wenn man einfach täglich in der Übung ist, dann wird das einfach viel mehr. Denn meine Stärken sind große Balladen, glaube ich. Ich habe mir vorher auch schon gedacht, dass mir langsam meine Lieder mehr liegen. Aber das war halt dann wirklich der Beweis, weil da waren dann höhere Saalvotings und die Kritiken waren besser. Ich bin mir noch nicht ganz bewusst, dass ich da halt zum letzten Mal oder zum letzten Mal für längere Zeit herinnen stehe. Fuck. Gott. Natürlich auch die Fans in Bad Mitterndorf. Jetzt habe ich für die Fans eigentlich nur eine schlechte Nachricht. Schau mal, Tom, da drüben das Plakat. Tom, wir wollen ein Kind von dir. Ich glaube, das wird sich nicht ausgehen, oder? Mm. So wie ich dich kennengelernt habe in den letzten Monaten. Das war dein Song aus der ersten Finalshow, wenn ich mich recht erinnere, mit dem du quasi eine neue Musikgattung geschaffen hast, den Drama-Pop. Jetzt hast du ja den Spitznamen Drama-Queen. Wie lebst du eigentlich damit? Ich finde das eigentlich ziemlich cool, weil eine Drama Queen ist für mich total überschwänglich und kitschig von oben bis unten. Und ja, ich bin eigentlich auch sehr kitschig, glaube ich. Das passt. Hannes, passt das auch heute Abend zur Finalshow? Absolut, es passt vor allem zur Drama Queen und ich kann dir jetzt versichern, ich werde keine Copyrights von dir verlangen. Du darfst den Titel weitertragen. Wir haben heute schon einmal erwähnt, dass der Starmania, glaube ich, über eine sehr lange Wegstrecke gelaufen ist, die natürlich auch steinige Phasen hatte für jeden von euch, 4,5 Monate. Und du hast es auch in der Zuspielung vorhin richtig gesagt, du merkst doch selber, wie du besser geworden bist. Und das unterscheidet dich vielleicht von den zwei Mitbewerbern, die heute noch im Rennen sind. Die haben beide schon sehr stark begonnen, du nicht. Das heißt, du hast den längeren Weg zurückgelegt und es freut mich auch deshalb, dass du da bist. Und dir wie den anderen beiden wünsche ich, dass wir noch einen dritten Song sehen. Ich weiß, es geht nicht für alle. Seite vom Hannes, so wie wir ihn ja kennen und auch lieben. Aber dann doch noch die Kurve gekriegt. So, bei deinem ersten Auftritt mit diesem Song hattest du die 8,1 als Saalvoting. Mhm. Stimmt. Ja, schauen wir mal, was das heute Abend wird. So eine Steigerung. Ja, da bedanke ich mich doch gleich mit und sage, jetzt brauchst du gute Nerven wie alle anderen und toi, toi, toi.
Danke. Danke, Tom. Von der 8,9 kommen wir jetzt zur 9,0, denn die 9,0 war ein Saalvoting-Rekord, den er ganz, ganz lange gehalten hat, und zwar mit Have I Told You Lately. Startnummer 02, Gernot. Man hat mich wie so oft in meinem Leben unterschätzt und das habe ich am liebsten. Und ja, ich bin einfach glücklich, was soll ich sagen. Ich bin da jetzt nicht irgendwie, haha, ich habe es geschafft und die letzten drei, sondern es war für mich mein Ziel. Und deswegen bin ich riesig froh. Ja. Meine Freunde zu Hause und die ganzen Verwandten und MD aus dem Ort, die mich kennen, beziehungsweise der ganze Ort, die haben den richtig die Nacht zum Tag gemacht. Das war so, bis ich glaube, wie ein Einzug von Österreich ins Fußball-Weltmeisterschaftsfinale. Ich habe einige Wetten jetzt zum Einlösen, weil ich gesagt habe, wenn ich ins Finale komme, dann möchte ich das und das machen. Ich weiß, dass auf alle Fälle dabei war, auf dem Großglockenrennen, das war sicher dabei. Und dann war dabei noch ein Brustwarzenpiercing, aber ich weiß nicht, ob ich das einlösen werde, weil von dem habe ich es nicht gewesen. Mein Verhältnis zur Musik hat sich bei Starmania eher noch mehr gefestigt. Es hat mir bestätigt, wo ich sehr, sehr gut zu Hause sein kann, dass ich den Ausdruck habe. Ich habe sehr viel dazugelernt, musikalisch. Meine Stimme und mein Gefühl für die Musik, das habe ich mitgebracht. Und das andere, mehr an dem Taktgefühl zu arbeiten oder sich mehr in das Lied rein oder sich auf etwas draufsetzen im Lied, das habe ich erst lernen müssen. I get no kick. I get no kick. I get no kick. Ich war der Letzte von allen Kandidaten, der gekommen ist. Ich möchte der Letzte sein, der aus der Nähe von uns. Never love you. Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with forgiveness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. No, 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 no. My troubles, that's what you do. So eine schöne Nummer, hat man einfach das Gefühl, willkommen zu Hause. Hannes! Also noch ist es nicht so weit, wir sind hier noch am Jubeln. Aber zwischen dem Lied und dem Jubel müssen wir auch einen überwinden, das ist der Hannes. Gernot, ich hätte jetzt noch einen Tipp, wie du aus deiner Wetteinsatzmiserie rauskommst. Das ist mir zwischendurch auch noch eingefallen. Du könntest die Zeit jetzt noch schnell nutzen vor dem Voting und deinen Wetteinsatz erhöhen und sagen, wette, du gewinnst oder so. Aber wette dabei jetzt nicht um das Piercen eines anderen Körperteils. Was die musikalische Performance anbelangt, ich stehe auf den Van Morrison, der hat ein paar der wirklich wunderschönsten Popsongs ever geschrieben, das ist einer davon. Und würde der die Sendung sehen, würde er die 24 leeren Whiskyflaschen schnell nochmal durchsuchen nach seinem Handy, um dich jetzt seine Stimme abzugeben, glaube ich. Dankeschön. Müssen wir aber auch, denn Gernot, du hast dir ja, muss man sagen, leider bei deinem ersten Auftritt mit diesem Song die Latte selber sehr hochgelegt. 9,0 war das Saalvoting damals. Aber wir haben ja immer noch da einen Punkt, den man vergeben könnte, oder? Zwischen 9,0 bis zur 10 gibt es ja noch was. Schauen wir uns mal das Saalvoting an. Mit euch los. Wir sind im Finale von Starmania. Aufwachen! Ihr seid so super. Danke. Gerne den Handkuss.
geben wir zurück und drücken auch fest die Daumen fürs Weiterkommen. Ja, danke erstmal. Und jetzt kommen wir gleich zu dem Song, der die allererste Show geprägt hat. Bridge Over Troubled Water. Startnummer 03. Nadine! Also wenn ich jetzt an mein Interview denke und so an die Anfangszeit, wo ich mir nie gedacht, dass ich ins Finale komme. Ich meine, träumte ich schon davon, dass ich da ins Finale komme, aber dachte ich mir es eben nicht. Und jetzt ist es soweit und jetzt war ich von Anfang bis zum Schluss dabei und das ist eigentlich voll cool. Wahnsinn. Also die Familie und meine Freunde sind natürlich voll stolz und haben, glaube ich, auch ordentlich mitgefeiert. Ich möchte unbedingt dabei sein halt und sie freuen sich halt voll für mich. Das war wunderschön und ich möchte mich jetzt kurz erheben und die Standing Ovations von mir aus noch einmal geben. Also ich glaube, dass jetzt bei der letzten Show, dass man da am lockersten singt irgendwie, weil man hat irgendwie nichts zu verlieren. Ich meine, für mich persönlich war das schon, ist das schon mal Sieg, dass ich ins Finale gekommen bin. Natürlich weiß jetzt noch was ich tippen kann, wenn ich meinen letzten Song noch singen darf. Was machen wir jetzt? Eigentlich höre ich von allen Seiten oft, dass ich zu jung bin und dass ich, dass ich den Druck nicht standhalten werde und so. Ich meine, wissen tue ich es nicht, aber ich meine, den Willen habe ich einmal und den Ehrgeiz. Und das ist ja eigentlich mein Traum. Und wenn ich das jetzt schon habe, umso früher, umso besser lenke ich mir. Schau, die Kamera kannst du auch ein bisschen machen. Ich hoffe halt, dass ich meinen Traum verwirklichen kann und dass ich nicht locker lasse. Entscheiden natürlich all jene, die nachher ihre Votings abgeben. Aber Nadine, selbst bei Gegenwind, ganz wunderbar gesungen. Der Song, bei dem du, Hannes, beim allerersten Mal gesagt hast, das ist die Stimme des Abends. Ist das auch die Stimme von Starmania? Das entscheiden ja die Zuseherinnen und Zuseher. Mich stellt das vor die Herausforderung, da jetzt auch was zu toppen, jetzt in der Aussage. Ne? Ich irre mich
ganz, ganz ungern. Ich hätte mir ja bei deinem allerersten Song, also Bridge Over Troubled Water, zum ersten Mal gesungen, gedacht, wer 16 Jahre alt ist, kann die Nummer nicht so singen, habe mich geirrt. Dann hätte ich mir gedacht, die kann das nicht ein zweites Mal so gut singen, habe ich mich auch geirrt, sie kann es mir noch besser singen. Und meine Aussage wäre jetzt einfach, der gute stimmliche Wahnsinn hat einen Namen, Nadine. War damals die 8,2. Ob das noch zu toppen ist, sehen wir uns an. Die 8,9. Herzlichen Glückwunsch und auch wirklich toi, toi, toi. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt weitergeht. Denn jetzt sind Sie dran, liebe Zuschauer. Jetzt geht es um Ihre Stimmen für die beiden Kandidaten, die weiterkommen sollen in die wirklich allerletzte Runde von Starmania. Denn Sie wissen ja, nur zwei können Ihre persönlichen Lieblingssongs darbringen, auch wenn alle drei natürlich etwas vorbereitet hätten. Aber Sie sind diejenigen, die da einen Strich durch die Rechnung machen können oder aber diesen Auftritt eben ermöglichen. Mit Ihren Votings, entweder per Telefon oder per SMS. Die Nummer ist die 090 10 59 09 und die heutige zweistellige Startnummer Ihres Favoriten. Also entweder die 01 am Ende noch dranhängen für Tom oder die 02 für Gernot oder die 03 für Nadine. Rufen Sie an und lassen Sie uns wissen, also bestimmen Sie ganz einfach, wer die beiden sind, die jetzt gleich einen weiteren Auftritt haben. Und damit Sie ganz sicher sind, sehen Sie hier nochmal die Songs der heutigen Show. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, I throw it steer to me. Have I told you you're blue, devil again? Have I told you there's no one else above you? Get you! Noch nie, aber es wird noch leerer werden, davon bin ich überzeugt und ich glaube, da liege ich ganz richtig. Aber momentan sitzen hier noch drei Kandidaten, Tom, Gernot und Nadine und alle drei warten und hoffen natürlich sehnsüchtig auf ihre Stimmen, denn nur so haben sie, also zwei zumindest, die Gelegenheit mit ihrer Stimme nochmal zu punkten und ihren persönlichen Lieblingssong zu präsentieren. Rufen Sie an und voten Sie entweder mit der 090 10 59 09 01 für Tom. Oder mit der 090 10 59 09 02 für Gernot. Oder aber mit der 090 10 59 09 03 für Nadine. Und vergessen Sie nicht, wir brauchen jetzt zwei Kandidaten, die in die allerletzte Runde von Starmania aufsteigen. Wir warten auf Ihre Entscheidung und sind gleich wieder mit dem Ergebnis da. Gleich hier in ORF1. Style auch du dich zum Star. Und damit herzlich willkommen bei Starmania, das Ergebnis.
Wir alle hier im Studio sind schon sehr gespannt, wie Sie entschieden haben, wer die beiden Kandidaten sind, die auch die Chance erhalten, ihren persönlichen Lieblingssong zu präsentieren. Aber die Anspannung ist sicherlich um vieles größer im Backstage-Raum, denn dort sitzen Tom, Gernot und Nadine und hoffen natürlich, dass sie genügend Stimmen erhalten haben von ihnen zu Hause. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Es wird einen Drittplatzierten geben oder eine Drittplatzierte. Und es ist natürlich nicht schön, so kurz vor dem Ziel zu straucheln. Aber wie im richtigen Leben ist es auch hier bei uns bei Starmania. Es muss auch traurige Momente geben. Don't be long here in heaven. Schnell abfinden, dass es jetzt immer an ausfliegt, dass wir immer kleiner werden und immer weniger. Sag dann, Scheiß. Wir brauchen mehr Überdosis Gefühl. Ich bin um so viel reicher geworden. Und dann geht man wieder zurück ins normale Leben und das ist dann immer sehr traurig. Die Bestürzung war auch groß. Als Birgit und Rick ausgeschieden sind bei Starmania, aber ist etwas natürlich erhalten geblieben als Starmanix. Weinst du jetzt? Ja, du meine ja. Güte. Ich habe Zwiebeln geschnitten gerade. Was hat dich denn jetzt so berührt? Ja, die Bilder sind dann doch irgendwie sehr berührend, irgendwie wieder, wenn man mittendrin war und sich daran zurückerinnert. Ja, dann konnte auch dann natürlich in das eigene ausschalten. Ja, und wie ist es dann jetzt so, hier im Publikum zu sitzen und den anderen zuzuschauen, die im Finale stehen, auf der Bühne, um den Sieg kämpfen? Es ist irgendwie zweigeteilt. Einerseits bin ich jetzt voll am Flippen und voll nervös, wer jetzt weiterkommt und wer nicht, weil jetzt wissen eh alle, dass man bei einem besonders viel dran liegt. Und andererseits tät ich liegen, wenn ich sage, ich will halt überhaupt jetzt nicht da im Backstage-Raum sitzen und selber flippen. Also natürlich, ich glaube, alle von uns wären heute gern selber im Finale gestanden, sonst hätten wir nicht mitmachen müssen. Das hören wir gerne. Aber was euch natürlich niemand nehmen kann, also auch wenn ihr es nicht bis ins Finale geschafft habt, ist zumindest die Erfahrung oder die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, mit uns gemeinsam und wir mit euch. Rick, was waren denn deine wichtigsten Erfahrungen oder die wichtigste Erfahrung? Die Unterstützung von den Fans. Das war, die man ja auch hört ja. Jetzt. Das war so... Das ist so überwältigend immer gewesen. Es ist nicht nur da in der Show, sondern auch wenn man auf der Straße ist oder wenn man irgendwo einen Fan trifft und der schaut einen an mit solchen strahlenden Augen und du weißt eigentlich gar nicht warum, weil du machst ja im Grunde jetzt, okay, du machst es auf einer anderen Bühne, aber es ist einfach gewaltig, was man dann in so einem Menschen oft auslöst und das ist einfach für mich immer noch ein Wunder, unglaublich. Ja. Also die Unterstützung von den Fans ist so habe ich das überhaupt noch nie empfunden. Ohne die Fans wären wir alle nichts, die wir auf der Bühne stehen. Und für die Fans geben wir alles, wenn wir auf der Bühne stehen. Und das ist natürlich auch bei den Finalisten nicht anders. Für uns und für Sie zu Hause haben Sie performt. Und Sie haben viel geleistet in den letzten Wochen und Monaten. Wir schauen uns mal an alle Songs, die Sie je bei Starmania gesungen haben. California, here we come. Die Sonne brennt hart und scheint nur ganz genau so. Alle Rock'n'Roll, so put another time in the tune.
Finalisten seine ganz persönlichen Highlights. Nadine, die als erste in der Geschichte von Starmania ganz ohne musikalische Begleitung gesungen hat. A cappella. Gernot, der ohne Italienisch zu sprechen uns mit einem Song von Eros Ramazzotti betört hat. Und Tom, naja, der jeden eigentlich Auftritt als Drama Queen inszeniert hat. Sie waren alle großartig, aber von einem oder von einer werden wir uns jetzt verabschieden. Es gibt nämlich einen oder eine Drittplatzierte. Sie haben entschieden. Wir erfahren jetzt, wie. Hier sind die Finalisten. Tom! Gernot! Und Nadine!
scheidet aus. Aufgeregt? Ja. Aufgeregt? Ja. Gut, dann kommen wir zur Entscheidung. Ich bitte euch auf eure Positionen. Und ich bitte um die zwei Ergebnisröhren. Mit den zwei Zetteln und den zwei Namen derer, die weiterkommen, die gleich die Chance erhalten, ihren persönlichen Lieblingssong zu präsentieren. Und ich höre immer auf euch, oder ich habe immer auf euch gehört und gefragt, links oder rechts zuerst. Aber heute ist alles anders. Heute lassen wir die Münze entscheiden. Kopf heißt, wir fangen mit links an und Zahl mit rechts. Okay? Gut. Ich werfe. Kopf links, Zahl rechts. Es ist die Zahl, das heißt, wir beginnen mit dem rechten Zettel und der rechten Röhre. Machen wir es ausnahmsweise mal kurz und schmerzlos und sagen, weiter in der allerletzten Finalrunde von Starmania ist... der Bühne. Wir stellen dir gleich jemanden zur Seite. Einen oder eine. Der Name steht da drinnen. Frage ist nur, welcher. In allen anderen Sendungen war es so, dass wenn ich jetzt den Namen vorgelesen habe und wir wissen, wer noch weiterkommt, dann hieß es klar für den anderen, sie ist ausgeschieden oder er ist ausgeschieden. Und damit war es dann auch wirklich aus. Gab dann keine Liedauswahl mehr und auch keine Proben. Sache war beendet. Aber heute ist alles anders. Denn beide, die jetzt hier stehen, Gernot, entschuldige, und Nadine, beide haben noch einen Song vorbereitet. Ihren persönlichen Lieblingssong, den sie sich ausgesucht haben. Mit ganz besonders viel Engagement. Aber einer von den beiden wird nicht mehr die Gelegenheit haben, diesen Song vorzutragen. Ich sage jetzt den Namen des Kandidaten oder der Kandidatin, der oder die weiterkommt. Neben Tom, gleich ganz oben auf der Bühne steht. Und damit weiter in der allerletzten Finalrunde ist... Nadine! Ich sage einfach ein Wahnsinnspublikum, danke. Danke für alle schönen Momente darin. Ich liebe euch echt. Thank you.
Und wir möchten uns gemeinsam mit dir noch einmal zurückerinnern an all das, was du geleistet hast. An deinen Weg. Hier bei Flaminia. Stolz auf dich und nicht nur fürs Hinwerfen hier auf der Bühne, sondern für deine Performance. Vielen Dank für die Zeit, die wir mit dir verbringen durften. Dankeschön. Auf Platz 3, Gernot! Zu Friends and Family, also zu Freunden und zu Familie, die auf der Tribüne sitzen. Das heißt aber gleichzeitig, meine Lieben, kommt mal hier zu uns runter. Wir haben zwei Finalisten, der Finalisten, würde ich jetzt mal sagen. Nadine und Tom, ihr herzlichen Glückwunsch. Für euch geht's weiter mit der Arbeit, aber das freut euch natürlich sehr. Wir freuen uns auf eure persönlichen Lieblingssong, die ihr gleich präsentieren werdet. Das heißt aber auch, der Sieg von Stamenia 07, der geht entweder in die Steiermark oder nach Tirol zum dritten Mal. Denn der Star des Jahres, der steht jetzt schon hier auf der Bühne. Aber wer es ist, das wissen wir noch nicht. Das entscheiden Sie gleich nach den Auftritten, den nächsten unserer Finalisten. Und jetzt kommen wir dann gleich zur wichtigsten Entscheidung des heutigen Abends. Wer wird der Star des Jahres? Sie sind dabei? Wir auch. Bis gleich.
Entscheidung, Starmania 2007. Und hier ist Arabella Kiesbauer. Und da sind wir wieder mit den größten Hits des Jahres, sozusagen den Ö3-Jahrescharts, dargebracht von unseren Finalisten. Und in den neuen Jahrescharts, da sind vertreten vielleicht Tom oder Nadine als der Star des Jahres. Einer von beiden wird es werden, das haben wir gerade erfahren. Aber jetzt sitzen sie ja ganz alleine, Händchen haltend im Backstage-Raum. Aber eigentlich, meine Lieben, denkt dran, ihr tretet gleich gegeneinander an. Gesanglich. Im Duell, da scheint sich aber nicht wirklich zu kümmern. Also genießt die Ruhe vor dem Sturm. Gleich geht es um den letzten alles entscheidenden Auftritt hier bei uns im Studio. Zuerst allerdings werfen wir noch einen Blick zurück auf alle Kandidaten, die diesmal bei Starmania mitgemacht haben. Hier ist der Countdown der 18. Platz 17, Dagmar Hinterer. Ex Equo mit Monika Ivkic. Erkrankt ausgeschieden, Nathalie Schneider. Platz 15, Tanja Dickbauer. Ex Equo mit Simone Mörz. Platz 13, René Hemmetsberger. Ex Equo mit Radina Veljova. Platz 12, Alexandra Golder. Platz 11, Johnny Palmer. Platz 10, Andy Beck. Platz 9, Loisa Kulea. Platz 8, Birgit Kubica. Hey, Big Spender, spend a little time with me. Platz 7, Falco de Jong Luno. Platz 6, Martin Zerzer. Platz 5, Rick Papilaya. Platz 4, Mario Lang. Platz 3, Gernot Bachanek. Runtergezählt bis Platz 3 zu Gernot. Nur Platz 2 und Platz 1 sind noch nicht besetzt, aber dazu kommen wir jetzt. Tom und Nadine stehen im Finale.
Und Sie haben jetzt beide die Gelegenheit, einen ganz persönlichen Lieblingssong zu präsentieren. Dazu gab es keinerlei Vorgaben von uns, also keine Musikrichtung, keinen Musikpool. Nur den Hinweis, dass Sie natürlich damit auch einen Hinweis geben, in welche Richtung es in Zukunft mit Ihnen gehen könnte als potenzieller Star des Jahres. Also, Startnummer 01, die werden beibehalten, damit es keine Verwirrung gibt, für Tom! Die Drama Queen. Der Tom ist natürlich geboren für die Bühne. Also der Tom, der ist so richtiges Zniertel. Das ganz Besondere an unserer Freundschaft ist, irgendwie schwer in Worte zu fassen. Es war wirklich so, dass ich den Tom gesehen habe und wusste, den mag ich. Der Tom hat echt etwas, was in jeder guten Freundschaft sein sollte. Er ist ein unglaubliches Genie in Sachen Musik. Der Tom ist ein irrsinnig super toller Mensch. Echt, er ist total witzig. Und voll lieb. Er hat so zwischendurch noch wieder ein paar Hänger und Dämpfer gehabt, die er gekriegt hat. Aber er hat sich so durchgebissen. Mit dem Tom kann er einfach immer Spaß haben und er kann voll durchgeknallt sein. Jetzt ist es soweit. Du darfst um den Sieg singen. Und ich weiß, wie wichtig dir das war, dass du das Lied singen darfst und wie sehr du dich darauf freust. Also geh aus, hab deine Gaude, hab deinen Spaß, scheiß ihn an. Und ich weiß, dass du das sowieso schaffst und auf jeden Fall super singst. Tom? Tom als 007 im Auftrag Ihrer Majestät, obwohl du würdest wahrscheinlich lieber das Bond Girl spielen. Ist aber okay, wir nehmen dich so oder so. Hannes, was sagst du dazu? Ein absolut filmreifer Auftritt und ich glaube, du könntest beides sein. Also das Bond-Girl und im Auftrag ihrer Majestät unterwegs. Vielleicht kann man das sogar mal verquicken. Ein ganz großer Song, weltberühmt halt auch durch diesen Film, aber er wäre auch so sehr berühmt geworden, weil er von Shirley Bassey ist. Die hat dir einmal schon großes Glück gebracht und offensichtlich bist du auf diesem Ticket gut gebucht. Ist ja auch ein bisschen eine ungewöhnliche Wahl, wenn auch jetzt der berühmteste James Bond Song, aber eine ungewöhnliche Wahl vielleicht für Starmania, fürs Finale. Warum hast du gesagt, den mache ich? Den Song habe ich genommen, weil wenn man dann nur so ein kleines Froschi ist, so 12 Jahre alt, dann findet man alles cool, was seine Freunde cool finden. Und natürlich ist dann das nur cool, wenn das in den Charts läuft. Und dann habe ich diese Nummer mal gehört auf einer CD von meiner Mama. Und das habe ich total toll gefunden. Und das war das erste Lied, was keiner mehr hat, außer ich. Und darum habe ich mir gedacht, nehmen wir das. Ich bin halt ein bisschen anders, oder? Tom, ich sage erstmal gar nichts, wir lassen das Saalvoting sprechen. Der Jubel ist groß, die 9,3. Und in Bad Mitterndorf, da geht der Bär ab. Die springen und jubeln und freuen sich gleich mit. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wir drücken die Daumen, dass Shirley Bassey Glück bringt. Und jetzt zu Nadine. Nadine möchte für ihren Song, für ihren persönlichen Lieblingssong, die Unterstützung von 4 Freunden aus der Heimat. Bitte schön, bekommt sie Startnummer 03. Nadine! Die Nadine, Skrapferl. Nadine und ich waren am Anfang ja super unzertrennlich, Brüderlein und Schwesterlein. Wonneproppen.
Gesangsgenie und mein absoluter Favorit seit am Beginn von Starmania. Was aber sonst zu sagen ist, sie hat sich wirklich gelernt zu bewegen auf der Bühne. Nadine ist eher so ein Typ, wo man sagen kann, diesem Menschen kann man nichts anhaben. Die Nadine finde ich voll lieb. Die Unschuld vom Lande, so in die Richtung. Die Nadine hat eins drauf, sie weiß, wie sie sich verkaufen muss. Weil das liebe Lächeln und so, das brave Mädchen, das ist sie nicht immer. Schnuckelein, ich wünsche dir viel, 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 viel Glück für die Show. Sei einfach die Nadine, die wir lieben, die ganz Österreich liebt, die wir schätzen. Und sei einfach du, sei wie du bist und du wirst es schaffen. Hier auf der Bühne. Also wir sind vom Dancecourt in Innsbruck und das ist die Dina, die Alex, die Kathi und der Tobi und ich bitte jetzt mal einen ganz riesigen Applaus für meine Tänzer. Dankeschön. Rhythm and Blues. Hannes, wie hat dir das gefallen? R&B. Im Original ist dieser Song von einer Vierertruppe, vier Ladies aus Amerika. Stimmlich hast du das ganz alleine wieder abgedeckt, nämlich alle vier Gesangsparts. Allein, wie wir das von dir jetzt schon gewohnt sind, schon langsam. Die Tänzer und du im Zusammenwirken sind allerdings so, wenn ich sage, ich hätte den Bildausschnitt genommen und setze es in irgendeine große Samstag-Hauptabendshow, nennen wir sie Wetten, dass, und sage, das ist ein US-Top-10-Act, der hier auftritt, wäre es genauso glaubwürdig. So stelle ich mir einen Popstar vor. Tom hat vorgelegt mit der 9,3 beim Saalvoting. Bin sehr gespannt, wie dein Saalvoting jetzt aussieht, Nadine. Dankeschön, ganz knapp, die 9,2. Nadine, vielen Dank. Jetzt ein gutes Nervenkostüm und toi, toi, toi.
weiß, Sie wollen und Sie dürfen auch gleich voten. Aber zuerst bitte schön folgende Fragen beantworten. Wer hat das größte Potenzial, sich weiterzuentwickeln von diesen beiden? Wer hat die stärksten Nerven, um in dem Musikgeschäft auch zu bestehen? Wer hat das Zeug zum Star des Jahres? Und wenn Sie ganz sicher sind, dann rufen Sie uns an, jetzt zum Beispiel, ab jetzt. Die Zähler sind nochmal auf Null gestellt, damit auch wirklich beide Finalisten, also Tom und Nadine, die gleichen Chancen haben. Die Nummer ist die 090 10 59 09 mit einer 01 hinten dran. Wenn Sie für Tom stimmen oder mit einer 03 hinten dran, wenn für Sie Nadine der Star des Jahres ist. Sie entscheiden jetzt darüber, wer als Sieger aus diesem Wettbewerb geht. Und wir zeigen Ihnen nochmal alle Songs, die die beiden heute performt haben. Mitterndorf, da laufen die Telefondrähte heiß und hoffentlich nicht nur dort. Ganz Österreich telefoniert und Sie doch hoffentlich auch. 090 10 59 09 und die 01 hinten dran. Das ist die Nummer, mit der Sie Ihre Stimme für Tom abgeben. Und die 090 10 59 09 03, die Telefonnummer, mit der Sie für Nadine voten. Also, wer wird der Star des Jahres? Nur Sie können uns diese Frage beantworten. Wir sind gleich wieder hier mit der Entscheidung, Ihrer Entscheidung, mit dem Ergebnis. In wenigen Minuten hier in ORF 1. Privatkonzert mit dem Starmania-Sieger. Nur auf www.aon.at und in allen Telekom Austria-Shops. Mehr Aon, mehr Möglichkeiten. Starmania, hier ist das Studio und Hektik hat sich in den letzten Minuten breit gemacht. Normalerweise ist es ja absolut verboten, ein Handy mit ins Studio zu nehmen. Aber wenn man sich so umsieht, da sind einige ganz schön aktiv. Heute ist aber, glaube ich, niemandem böse, denn es geht um eine wichtige Entscheidung. Es gibt übrigens auch grünes Licht aus der Votingzentrale. Die Telefonleitungen glühen. Es funktioniert alles beim Telefonieren und auch beim SMSen. Es kann mal vorkommen, dass da oder dort das Handynetz überlastet ist. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Es betrifft alle zwei Teilnehmer und es hat keine Auswirkungen auf das Finale. Die Kandidaten dieses Jahr, die waren ja alle relativ gleich stark. Zumindest in den letzten Wochen konnte sich eigentlich keiner so wirklich eine Favoritenrolle erarbeiten. Und genau das macht die Sendung heute so spannend. Nicht nur, weil wir einen Sieger haben werden. Im Unterschied zu den anderen Sendungen, wo wir ja nie erfahren haben, wie viele Stimmen bzw. wie viele Prozent die jeweiligen Kandidaten bekommen haben, werden wir das heute erfahren. Nach dem Finale, im Anschluss gibt es nämlich die Sendung Das war Starmania. Und da werden die Kathi und ich nicht nur das erste Siegerinterview führen, sondern wir werden auch exklusiv das Detailergebnis für heute bekannt geben. Genau, und ich höre gerade in diesem Moment, ist das Voting beendet. Bitte rufen Sie nicht mehr an, wir haben es. Das Endergebnis für Starmania 2007. Ergebnis und das ist dann wirklich das Ergebnis. Ihre Entscheidung, wer Star des Jahres wird bei Starmania 07. Und wenn Sie jetzt versuchen, von meinen Augen abzulesen, ich sag's gleich, ich weiß noch nichts. Das Einzige, was ich weiß, wir haben heute Abend viel erlebt. Tom, Gernot und Nadine, jeder hat eine neue Nummer präsentiert und seinen Lieblingssong aus den bisherigen Sendungen.
Gernot ist auf dem 3. Platz gelandet. Das heißt, die Entscheidung, wer wird Star des Jahres, die fällt jetzt zwischen Tom und Nadine. 3 Songs haben beide präsentiert heute in den Sendungen. 3 Songs, die darüber entscheiden, knapp vorbei oder Star des Jahres. 3 Songs von jedem. When the lights go down, there's something left to be. When the lights go down, get here if you can. I don't care, I won't lay me down. Don't you want? Die alles entscheidenden Auftritte unserer Finalisten von Tom und Nadine. Und ich habe vorhin schon zugegeben, ich weiß noch nichts, aber ich habe jemanden, den wir noch anzapfen könnten. Der hat ganz gute Kontakte backstage. Hannes, weißt du schon was? Nein, ich habe überhaupt keine Informationen, wenn du das meinst. Und es ist noch schlimmer. Ich habe auch nicht einmal ein Gefühl dafür. Und weil ich mich in den letzten Wochen so stark geirrt habe oder so häufig, würde ich auch nicht einmal einen Cent mich wetten trauen. Es bleibt spannend, auch für mich. Aber das wäre meine Frage gewesen. Ein Bauchgefühl hat man doch. Du musst natürlich keinen Namen nennen, aber irgendwie... Nein, du kannst deinen Namen nennen, aber du musst natürlich... Ein Bauchgefühl hast du schon, oder? Ich glaube, es wird entweder Nadine oder Tom. Hast du gewotet? Nein, ich durfte nicht. Mir nehmen sie ja immer alle elektrischen Geräte weg, wenn ich in den ORF komme. Ist auch besser so. Aber wir haben 2 Daumen, die wir drücken können. Also einen für Tom und einen für Nadine auf jeden Fall. Hannes, ich muss etwas sagen. Ich war ja nicht immer ganz, ganz, ganz lieb zu dir, oder? In den letzten Monaten. Kann man das so sagen? Ja. Ich möchte mich fast dafür entschuldigen. Aber nur fast entschuldigen. Nur fast dafür entschuldigen. Ich meine, meistens habe ich ja recht gehabt, wenn ich dir einen reingewürgt habe, oder? Aber ich wollte mich vor allen Dingen auch dafür bedanken, Hannes, dass du in den 4,5 Monaten so toll kommentiert hast mit deinem Fachwissen. Und ja, es war schön mit dir. Trotz allem. Danke. Ich habe das gern gemacht. Ich fühle mich ja dann letztendlich doch ein bisschen dir verbunden, weil wir zwei ja eine Gemeinsamkeit zumindest teilen. Wir beide können nicht rausgewählt werden. Wir werden aber auch beide nicht Star des Jahres. Und dieses Los teilen wir mit Markus Spiegel. Und der ist jetzt dran. Ja, richtig. Mich bekommt man nicht aus dieser Show. Obwohl, bitte niemand behaupten soll, ich würde auf meinen Sessel kleben. Jetzt sind es aber nur noch 2 Kandidaten, zwischen denen Sie entscheiden müssen. So einfach hatten Sie es damit noch nie. Jetzt heißt es nur mehr entweder oder. Pop-Diva oder Drama-Queen. Nadine oder Tom. Ich mische mich doch heute nicht mehr ein, das ist wirklich Ihre Sache. Sie werden schon wissen, von wem Sie auch nach Starmania noch viel mehr hören wollen. Und ganz ehrlich, es gibt auch Wichtigeres als den Starmania-Sieger. Mich zum Beispiel. Ich werde als Kenner der Musikbranche ja oft gefragt, was den Starmania-Sieger nach dem Finale erwartet. Nun, ich rechne so mit rund 100.000, also 100.000 Leuten, die es auf einmal gut mit dem Sieger meinen. Ratgeber, Einflüsterer und Besserwisser, die immer schon an einen geglaubt haben und es immer schon gewusst haben. Und die jetzt auch schon genau wissen, in welche Richtung man sich entwickeln muss. Welches Musikgenre zu einem passt. Da hoffe ich, dass Sie dann einen Sieger gewählt haben, der stark genug ist, sich gegen all diese Ratschläge zu wehren, die ihm da links und rechts um die Ohren gehaut werden.
Natürlich soll man sich nicht allem verschließen, was von außen kommt. Sich selbst treu zu bleiben, heißt ja nicht, alle anderen für Hydranten zu halten. Aber man muss schon abwägen, welche Einflüsse man annimmt, was zu einem passt und was man in seine Persönlichkeit einbauen will. Denn nur so bleibt man authentisch und glaubwürdig. Nur so bleibt man der, der man ist. Und nur so bleibt man damit der, den die Fans lieben und schätzen. Die letzten Monate bei Starmania waren also noch längst nicht der steinige Weg zum Gipfel. Das war gerade mal das Diätfrühstück. Die richtige Wanderung geht erst jetzt los. Ob es ein steiler Aufstieg oder eher ein gemächlicher Abstieg wird, hängt von den Kraftreserven ab. Wem trauen Sie genügend Kraft zu, den weiteren Weg als Popstar durchzustehen? Nadine oder Tom? Wie auch immer Sie entschieden haben. Ich kann jetzt endlich gehen. Und jetzt ist es soweit. 650.000 Votings sind ausgezählt. Das Ergebnis wurde vom Notar kontrolliert. Jetzt haben wir ihn, den Star des Jahres. Wir wissen nur noch nicht, wer es ist. Hier sind die beiden Finalisten, Tom und Nadine. Haben sich diesmal bei Starmania beworben. 18 haben es ins Fernsehen geschafft, 12 ins Finale und diese 2 in die allerletzte Sendung. Reife Leistung. Aber nur einer oder eine wird als Sieger, als Star des Jahres von dieser Bühne gehen. Wer? Erfahren wir jetzt. Ich bitte um die letzte Ergebnisröhre. Anfangen. Mitte, links oder rechts? Nein, der Scherz, Amanda. Wir haben hier nur einen Zettel mit einem Namen und das ist der Name des Siegers. Bei Starmania ist es sicherlich so, dass man einfach im Laufe der Zeit immer wieder neue Ziele hat. Davon gehe ich jetzt mal aus. Am Anfang überhaupt, dass man von Castingrunde zu Castingrunde kommt. Dann, dass man den Sprung ins Fernsehen schafft. Ja, dann natürlich ins Finale, dass man dann zu 12. Und im Finale gibt es natürlich die Duette, die möchte man auch mitmachen. Aber wenn man die mal geschafft hat, dann sagt man, also jetzt die Finalsendung, die packe ich auch noch. Wir stehen mitten in der Finalsendung und da geht es nur noch darum, wer wird der Star des Jahres? Nadine oder Tom? Einer von euch beiden ist es. Hat sich die Arbeit der letzten 4,5 Monate, ja oder fast 6 Monate muss man sagen, wenn man die Castingrunden dazu rechnet, ausgezahlt. Österreich, wir hier im Studio, Sie hier zu Hause, die Fans in den Heimatorten und die Fans beim Starmania Clubbing im Moulin Rouge, Sie alle sind bei uns. Drücken die Daumen, freuen sich und jubeln und beglückwünschen den neuen Star des Jahres. Und es ist... Nadine! Insel jubelt, der Saal steht und Tom und Nadine drücken sich, aber
ist jetzt deine Bühne, Nadine. Unser neuer Star des Jahres und der BN07 aus Tirol zum dritten Mal in Folge. Wahnsinn, Nadine! Das heißt, Tom, ein hervorragender zweiter Platz. Und schau mal, das ist dein Applaus. Jetzt für dich, jetzt stehen sie nur für dich, deine Fans. Eine auf der Bühne, unseren Star des Jahres, Nadine, die nach den Sternen gegriffen hat und jetzt einen ganz großen, den größten überhaupt in Händen hält. Wir sagen Danke, hier ist Österreichs neuer Star des Jahres, sehen, wie die Menschen hier aufgesprungen sind und gejubelt haben in dem Moment, als Arabella verkündet hat, wer Starmania 2007 gewonnen hat. Es ist Nadine und es ist noch lange nicht Schluss für heute. Es gibt in Kürze das erste Interview mit dem Popstar 2007. Dazu erfahren Sie auch noch die Detailergebnisse. War es ein eindeutiger Sieg oder ein sehr knapper für Nadine? Das alles in Kürze hier in ORF 1. Bleiben Sie dran. Bis gleich.